Liebe Freundinnen und Freunde unserer Partnerstädte Augsburg und Liberec, vor 20 Jahren, am 1. Mai 2001, wurde auf dem Jeschken, dem Hausberg der Partnerstadt Liberec, die Städtepartnerschaft zwischen Augsburg und Liberec, dem ehemals Reichenberg, besiegelt. Wegbereiter war vor allem der Heimatkreis Reichenberg, ein Interessensverband der ehemaligen Reichenberger, die nach der Vertreibung in Augsburg eine neue Heimat fanden. Verbindend sind kulturelle und industrielle Gemeinsamkeiten. Beide Städte sind zum Beispiel für ihre Puppentheater berühmt und haben eine lange Tradition als Textilstadt. Städtepartnerschaften ermutigen dazu, sich für die Menschen und das Geschehen in einem anderen Land zu interessieren. Sie möchten neugierig machen auf den anderen und seine Lebenswelt. Auch gegenseitig Anteil zu nehmen und sich zu unterstützen, ist gerade in dieser für alle Menschen weltweit sehr schwierigen Zeit ein Ziel unserer Städtefreundschaft. Seit 20 Jahren begegnen sich Menschen aus Liberec und Augsburg über Sprachgrenzen hinweg. Besonders dazu beigetragen hat das Kulturaustauschprogramm Dialog, das alle 2 Jahre wechselweise in Augsburg oder in Liberec stattfindet und in einer seiner Form einzigartig ist. Es freut mich, dass sich vor allem junge Menschen über die unterschiedlichen Schulaustauschpartnerschaften kennengelernt haben. Bei Chor-, Tanz- und Kunstbegegnungen sind zahlreiche Dialoge entstanden. Eigentlich hätten wir das 20-jährige Bestehen unserer Städtefreundschaft beim Dialog 2021 im Mai in Liberec feiern wollen. Aufgrund der Corona-Lage haben wir jedoch gemeinsam entschieden, den Dialog ins nächste Jahr zu verlegen. Wir hoffen, dass der Austausch dann wieder mit vielen Teilnehmenden aus beiden Städten möglich sein wird, und ich freue mich, unsere Partnerstadt dann endlich persönlich kennenzulernen. Bis dahin lade ich Sie alle ein, mit einem kurzen Film auf 20 Jahre Städtepartnerschaft zurückzublicken. Viel Freude dabei! Vážení přátelé a příznivci našeho partnerského města Augsburgu. 1. května uplynulo 20 let od okamžiku, kdy byla podepsána smlouva o partnerství mezi Libercem a tímto bavorským městem. Slovo partnerství lze chápat velmi obecně. Na druhé straně jeho význam znamená pocit tolerance, ohleduplnosti, spolupráce, pocit vzájemného porozumění a ocenění. 20letá spolupráce města Liberce a Augsburgu všechny tyto vlastnosti má a já přeji oběma městům, aby je i nadále rozvíjeli a udržovali. Pojďme společně věřit, že si je v příštím roce bez nutných omezení platných v současnosti o to více užijeme. Heimatkreis Reichenberg Stadt und Land hat sich stets dafür eingesetzt, den Kontakt zur alten Heimat zu pflegen. Gemeinsam mit dem Verband der Deutschen in Liberec, der nach der Samtenen Revolution gegründet wurde, gestalteten wir 1991 die ersten deutsch-tschechischen Kulturtage. Schon damals
entstand beim Heimatkreis und auch dem Verband der Deutschen der Gedanke und Wunsch, Augsburg die Patenstadt und Reichenberg die Heimatstadt zu Partnerstädten zusammenzuführen. Die Bildung und Pflege eines vertrauensvollen Verhältnisses im Alltag mit den tschechischen Mitbürgern hat zur Partnerschaft geführt. Der Heimatkreis Reichenberg in Augsburg und der Verband der Deutschen in Liberec wollen weiter aktiv an dieser Partnerschaft mitarbeiten.